Hi, I'm Brent Barrett. I play the Phantom. Maybe you'll recognize me this way. Während die wahre Identität des Phantoms der Oper im weltbekannten Musical ein Geheimnis bleibt, wurden in Oberhausen die drei neuen Hauptdarsteller jetzt offiziell vorgestellt. Als ich gefragt wurde, die Rolle hier in Oberhausen zu übernehmen, war es die größte Herausforderung für mich, auf Deutsch zu singen. Aber ich denke, dass es toll wird. Brent Barrett spielte das Phantom bereits in der Las Vegas-Version des Musicals. Der US-Amerikaner begeistert seine Zuschauer seit Jahren in verschiedenen Broadway-Produktionen. Ich bin Elizabeth Welch und ich spiele die Christine Dai. Elizabeth Welch kommt direkt von ihrem Broadway-Engagement nach Oberhausen. Die Rolle der Christine verkörperte sie bereits bei der originalen US-Tournee des Musicals. Auf Deutsch zu singen ist wunderbar. Deutsch zu sprechen ist etwas schwieriger. Aber es wird von Tag zu Tag besser. Hallo, ich bin Max Niemeyer und ich spiele den Raul in Das Phantom der Oper. Max Niemeyer war zuletzt in der Hamburger Phantomproduktion zu sehen und übernimmt jetzt in Oberhausen die Rolle des Raul. Also Raul ist ja ein junger Adeliger und er kriegt eigentlich alles, was er möchte sozusagen. Und für ihn ist im Stück halt auch die Schwierigkeit, dass viele Sachen passieren, die er nicht versteht. Also zum Beispiel das Phantom, er weiß ganz lange gar nicht, dass es das gibt. Die Proben waren mega anstrengend bis jetzt. Wir haben in Hamburg schon angefangen. Es ist schön, wieder zurück bei den Proben zu sein, da ich die Rolle ja schon so oft gespielt habe. Das Phantom ist eine sehr zerrissene Persönlichkeit und es begibt sich in der Show auf diese wirklich wundervolle, emotionale Reise. Das Phantom drückt sich am besten durch Musik aus. Und wenn es die Stimme von Christine oben aus dem Opernhaus hört, schreibt es für sie eine Oper. Also kommt alle vorbei und seht euch das 25-jährige Jubiläum von Das Phantom der Oper an. Mein Lieblingswort auf Deutsch. Phantom der Oper.